Yo Leute, ich bin's wieder von der Kanto-Kanal. Willkommen zurück hier bei Let's Play Monster Hunter 4. Wie in der letzten Folge schon bin ich etwas erkrankt, aber es muss jetzt weitergehen, weil ich möchte euch kurz was zeigen. Ich habe jetzt im Bett ausruhend mal die ganzen Quests hier gemacht, damit die erledigt sind. Und die zwei waren ganz besonders garstig. Wenn ihr die machen wollt, hier noch ein kleiner Tipp. Die Eier, das sind die Eier von den Vögeln, die es auch schon in Zert gab, also diesen Entenviechern, da ich weiß gerade den Namen nicht, die ihr mit, also so kicken müsst und dann lassen die ein Ei fallen. Und bei der Quest müsst ihr, glaube ich, Sushi-Fische holen, die sind zu schnappen im Gebiet von den Katzen, also diesem kleinen Zusatzgebiet. Da könnt ihr euch die rausangeln, genau, nur damit ihr das wisst. Für die Leute, die hier alles spielen wollen, genau wie ich. Aber ich denke, diese Quest wäre einfach zu langweilig gewesen, um sie auch noch zu zeigen. Und wir wollen ja auch vorankommen. Jetzt war natürlich die Frage, wie kommen wir weiter? Alles gemacht, es geht nicht weiter und weiß der Teufel. Ich bin dann auch so irgendwie etwas, ja, aufgeschmissen. In der Gegend herumgelatscht und habe überlegt, was wir machen. Übrigens, heute wird wieder mit einer neuen anderen Waffe gekämpft. Und zwar den Doppelschwertern. Noch als kleine Randinfo, ich habe meine Charge Axe zweimal aufgebessert, dafür brauchte man Machalit-Erz, Monster, wie heißt das, Monsterfluid und so, Späße, hier bei Haraldsan. Und Moment, ich zeige das euch kurz, genau, die ist jetzt auch schon so bläulich, also es ist wirklich nicht die Welt, was die jetzt aufgebessert ist hier im Vergleich zur Switch Axe zum Beispiel nebendran. Kann man jetzt aber auf drei Stufen wieder weiter verbessern, einmal ist hier die Hauptstufe, wo man irgendwelche Erze braucht, dann das zweite könnte von Nero sein, also von der Spinne. Ich bin mir aber nicht sicher. Und auch irgendwelche Steine. Das hier ist, glaube ich, von Ratian. Die Achse ist ja schon länger bekannt und ja, weiß noch nicht, ob ich die mal wird, aber auf die hier bin ich halt richtig scharf. Die ist von Zambo, heißt er, glaube ich, der gute Haifisch. Und ja, auf die bin ich schon ziemlich scharf, auf die Axt. Aber mal gucken. Jedenfalls, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber im unteren Bildschirm haben wir eben, seit wir mit diesem Typ gesprochen haben, diesem James, habe ich ihn genannt, den Jüngling hier, haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier auf die Weltkugel klicken, die hier unten vorhanden ist, und dann können wir zwei rüber, das, die zweite Option ist online und dergleichen. Und hier können wir dann den Filuzzi Drone, ist das, glaube ich, machen. Oder sagen, starten wir mal. Dazu kommen wir in irgendein spezielles Gebiet. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das ablaufen wird. Ich weiß nur, dass der relativ schwach sein soll. Nun, Axerion. Hier sind wir in dem Sammelgebiet. Das ist ein kleines Gebiet. Fernab von Barubare. Hier kannst du trainieren und sammeln und sowieso. Und heute ist dort ein Philozidron. Yeah. Naja, das ist so ein bisschen wie der Mogawald, wenn ich recht informiert bin. Ist dieses Gebiet hier. Ich will jetzt auch hier möglichst viel wieder einfangen. Ja, vom Stil her soll es so ähnlich sein wie der Mogawald. Ich weiß auch nicht genau, was hier auf uns zukommt. Mal hier übersammeln. Was kriegen wir hier eigentlich? Aha. Okay. Some stuff. Naja, wie dem auch sei, laufen wir mal hier runter und gucken mal, wo es uns hin verschlägt. Ich glaube, das ist ein ziemlich lineares Gebiet, ja. Hier sehen wir es jetzt auch. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt gerade. Ich werde es in einem der zukünftigen Parts sagen, falls es sich herausfinden lässt, was ich mal annehme. Gucken wir mal. Hier wie ein bisschen strange gemacht alles, aber ich, das ist, glaube ich, dieses Gebiet, wo ihr selbst so, man kann ja in Monster Hunter 4 später selber Quests designen, also so ähnlich wie der Quest-Designer, den es schon mal gab, nur halt legal quasi, oder normal, nur original ist legal, nee, aber wirklich vom Prinzip her so ähnlich, und, ja, hier herum, Geistern dann und spezielle Monster machen. Also so ähnlich wie der Mogawald, ja, soweit ich informiert bin.
Jetzt gehen wir mal da hoch. Gucken, was da auf uns zukommen wird. Oder wäre noch eine Abzweigung gewesen, aber wahrscheinlich ohne größeren Nutzen. Erstmal so ein Fleischchen. Übrigens rate ich euch, wenn ihr das Spiel selber spielt, am Anfang diese ganzen Trainingsquests zu machen. Weil da bekommt ihr sehr viel Honig, Tränke und auch Fleisch und sowas. Also gleich gebraten. Was sehr praktisch ist, weil ihr das ja später schon häufig braucht. Und vor allem am Anfang könnt ihr euch noch keine Tränke kaufen. Das ist doch sehr praktisch. Huch, was kommt jetzt? Philozypress und Philozydrom. Axerion, pass auf! Moi! Boah, was für eine Bestie. Das ist echt so krass, wie geil das auf dem kleinen 3DS aussieht. Ich habe jetzt schon in Videos gesehen, die Grafik ist in Ordnung. Aber man sieht eben echt gar nicht, wie toll das eigentlich aussieht. Oh! Der Philozydrom. Kannst du dich ihm stellen, Axerion? Ich weiß es nicht. Versuch es einfach. Und du wirst es herausfinden. Ja, der Velocidrom ist quasi jetzt hier das erste Monster, das wir hier in diesem mysteriösen kleinen Waldgebiet bekämpfen werden. Huch, ist er mich geduckt. So, dann gucken wir mal, wie das läuft. So, und gehen wir mal in den Dämonisieren-Modus. Und gleich haben wir schon. Jawohl. Haben wir Elan bekommen. So, jetzt ist auch die Ausdauer weg, aber das Elan haben wir noch. Bisschen mit Dual Swords hier spielen. Haben wir auch noch nicht gezeigt in Monster Hunter 4. Aber die sind noch nicht so viel anders, weil die haben halt ein paar Sprungangriffe und so. Was anderes habe ich noch nicht rausfinden können. Wie auch schon im Trial Ultimate habt ihr dann diesen Sidestep anstatt des Rollen, wenn ihr Elan habt. Huch, den Angriff konntest du aber früher auch nicht, Würstchen. Früchtchen. Ja, ganz nett hier. Ich guck grad mal. Gehen wir mal da hoch. Ich glaube, da kann man klettern. Ich fürchte fast, die Feinde können uns hier gar nicht folgen. Ja, Philozydrom ist da unten drin. Oh Gott, doch kann er. Gut, dann geht's eben hier oben weiter, Freundchen. Das haben wir aber eigentlich auch schon gerade im Vorfeld zu MA4 oft gedacht. Wie wäre das eigentlich, wenn man gegen ein Monster kämpft, was gar nicht hochkommt irgendwo. Und man ist dann selber die ganze Zeit oben. Ich sag mal, kann man es da nicht einfach voll wegsnipen oder so. Oh, jetzt komm doch. Ich will jetzt nämlich eigentlich aus der Luft angreifen. Oh, Mensch, da ging mir nichts. An dieser Luftangriffe euch zeigen. Genau, das ist jetzt der Luftangriff von der. Von den Doppelschwertern. Och, komm jetzt. Klappt's wieder nicht. Ich will nämlich eigentlich drauf springen. Wir springen einfach zu weit. Machen wir erstmal die Brace Blatt. Und mal ein Tränkchen trinken wäre vielleicht nicht schlecht. So haben wir unsere normalen Tränke. Das ist auch praktisch, wir fliegen nicht gleich sofort weg, wenn uns was trifft. Ah, jetzt kommt er hier nochmal hoch. Okay, dann eben kein Reiten auf Philozydrom. Wenn es nicht sein soll. Jawohl. Komm schon, spring runter, kann ich hinterher springen. Kleiner Teufelsbraten. Oder ich spring, mach den Anfang.
suchen. Ah, da oben ist er. Mensch, dieses Viech, ey. Ich versuche ihn hier mal vorne hin zu locken. So, jetzt. Er ist vorgesprungen. Mensch, ich will es jetzt aber noch machen. Du kleine Racker. Der weicht echt aus. Voll frech. Unverschämt auch. Jetzt liegt er da eh blöd. Ach komm. Schalten wir ihm einfach mal den Gar aus. Huch, Waffenschärfe. Das sollten wir natürlich schon hin und wieder mal schärfen. Gegen den Philocytrome. Was macht der jetzt da? Hilfe, der schnappt sich. Fuzicha, nein! Wie kannst du es wagen? Du Bestie. Jawohl, aufgehalten. Und seinen komischen Kamm haben wir gebreakt. Oh, da haben wir was gefunden, ne? Wo ist er jetzt hin? Dahinter. Ah, okay, man hat ja trotzdem Ausgänge aus dem Gebiet. Das ist schon ein bisschen seltsam gemacht hier, finde ich. Bisschen merkwürdig. Okay, gehen wir mal hinterher. Ihr merkt schon, ich kämpfe etwas verzagt, aber der... Ach genau, hier sind übrigens die Vögel, die ich vorhin erwähnt hatte. Genau die, die lassen dann die Eier fallen. Ich zeige es euch mal kurz. Genau so. Huch. Sogar anscheinend ein Drop hier. Mensch, kommt angesprungen. Ich will euch aber eigentlich noch das Gebiet ein bisschen zeigen hier, wenn der hier so zu blöd rumhampelt. Der Hampelmann. So. Ja, seht ihr, die Sidesteps sind echt praktisch, weil da kann man super gut ausweichen. Aber der Philosum ist halt selber auch ziemlich flink. Aber das Spiel sieht auf, ist auf jeden Fall das bestaussehendste Handheld-Monster hinter mit Abstand. Vor allem, weil es nicht ganz so weich gezeichnet ist, wie es auch Try war, um einigermaßen gut aussehen, sondern es ist wirklich scharf. Und irgendwie wirkt es aber trotzdem so, wie nennt man es, wie wenn es, also so geschabt, ohne dass es jetzt so geschabt wäre, also ohne dass so eine Körnung entsteht, so eine unschöne. Sieht einfach aus, als hätte es genau die richtige Grafik für diesen kleinen Handheld. Also darauf sieht es echt traumhaft aus, könnte eigentlich kaum besser aussehen. Also die Monster sind so auch von den Bewegungen her. So, jetzt haben wir gleich wieder Elan, jetzt. So, nochmal hier den Dämonentanz rein mit Zwiebeln. Oh, nein, so spannend ist halt nicht der Philocytrome. Jetzt scheint das sowieso schon zu schwächeln. Mensch, schon wieder keine Waffenschärfe. So, gucken wir mal hier vor. Kann ich gerade mal schon ein bisschen das Gebiet noch ein bisschen zeigen. Okay, hier ist noch irgendwas. Oh, der kommt uns schon hinterher. Naja. So spannend ist das Gebiet jetzt nicht. Ein bisschen wenig Kletterpassagen für meinen Geschmack. Dürfte noch mehr sein. Aber die anderen Gebiete, die ich
Offscreen mit Cornelius teilweise schon online gereist bin, sehen echt auch traumhaft aus. Also kann man nicht sagen, die Gebiete von MR4 sind mit Abstand die coolsten bisher, wie ich finde. Ist einfach so geil, weil halt das Gebiet nicht nur in die Breite geht, sondern eben auch in die Höhe immer. Und dann gibt es halt so Gebiete, die halt ganz steil sind durchgehend, wo du halt voll geil rumflitzen kannst, weil wenn du runterrennst und über eine Kante springst oder so, dann fliegst du halt erstmal eine Ewigkeit und kannst deine Luft überlegen, wie du angreifst und so weiter. Oder du kannst immer hochklettern oder eben wenn du gegen ein Monster kennst, was weiter oben ist wie du, im gleichen Gebiet, und du rennst dann hoch, dann geht das Rennen halt einfach schwerer oder anstrengender und der rennt dann nicht so schnell, weil es halt bergauf geht, was halt auch irgendwie Sinn macht, und bergab geht's dafür halt schneller und ist echt interessant. Ja, platt. Philocytrum ist platt. Mich würde ja noch zu sehr interessieren, was wir jetzt vorher hier bekommen haben. Vielleicht das hier, der goldene Scheißhaufen. So geil, wie sich im Hintergrund die Vögel wieder langsam hertrauen. So. Da können wir noch ein paar Käfer holen. Die schnappen uns schnell. Da Fuzichan. Jawohl. Dum, 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 dum. Gehen wir hinten aus dem Gebiet wieder raus. Gucken, was dazu kommt. Ein paar von den Vögeln können wir gerade auch noch irgendwie grillen. Sind ja sehr widerstandsfähig. Ich hatte nämlich schon gehört, dass der Philocytrum hier ziemlich schwach sein soll von Cornelius und anderweitigen Quellen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, nehmen wir gerade mal die Dual Sword Stufe 1, dann geht er nicht ganz so schnell down, und so war es ja jetzt auch. Weil so ein Monster ist dann so nach 2 Minuten down, ist ja schon ärgerlich irgendwo. Aha. Was ist das denn für ein lauschiges Plätzchen? Auf diese Lagune komme ich an anderer Stelle nochmal zurück. Mensch, was es hier nicht alles gibt. Kartoffeln, frisches Obst, Fallobst, Gemüse, verdörrtes Obst, getrocknetes Obst, gebranntes Obst, gekochtes Obst, gebratenes Obst. Unglaublich. Aha. Hier auch wieder. Ich will einfach mal überall ein bisschen was sammeln, nicht, dass mir hier irgendwas Wichtiges vergessen, was es hier gäbe oder gegeben hätte. Und dann mal hier durch. Haha, du hast es geschafft, Axirion. Du bist angekommen. Wo bin ich denn? Oh, Mensch. Ein Traum. Herrlich, oder? Hier mit den Vögeln. Mensch, wo sind wir nur hier? Ist das eine Lagune? Ey, voll klasse. Ich glaube, das hat man auch schon in diversen Trailern und so weiter gesehen. Und hier können wir dann eben die Quest abschließen. Hier wäre noch das alte Hutzelmännchen zum Handeln gewesen. Ich wusste es auch nicht, dass wir jetzt gleich die Quest abschließen. Aber cool. Das ist interessant irgendwie. Dum, dum, dum. Was haben wir da? Kommt Asche oder sowas? Nee, wahrscheinlich nicht. Aha. Cool. Was wird wohl jetzt passieren? Aber ich würde sagen, das finden wir raus. Was es in der nächsten Queststufe geben wird oder ob es jetzt eine nächste Queststufe gibt oder ob wir jetzt woanders hinreisen oder was auch immer, finden wir raus im nächsten Part von Let's Play Monster Hunter 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.